Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Gestern sprach ich darüber, ob ein Hund jetzt Buddha-Natur hat oder nicht, ne? Berühmtes Koan. Und Joshu antwortete auf diese Frage mit Mu. Das könnte Nein bedeuten. Es könnte auch philosophisch gesagt bedeuten, das Nichts selbst. Es könnte ein Versuch von Joshu gewesen sein, das Kläffen des Hundes nachzumachen. In dem Moment demonstrierte Joshu, dass er eins ist mit diesem Hund. Auch möglich. Und der vorige Kommentator, dessen Kommentar ich gestern vorgelesen hatte, der sagte, im Song China wurde die Lehre noch in ihrer ursprünglichen indischen Bedeutung verwendet, nicht als eine Entität, sondern einfach nichts im Universum hat wirklich Substanz. Es gibt da keine Konstanz, es gibt keine Wesenhaftigkeit. Ich bin mir da nicht so sicher, denn Joshu lebte ja vor der Song-Dynastie, der lebte in der Tang-Dynastie, ne? Und für mein Gefühl versucht er mit dem Mu genau das auszudrücken, was andere als Ku bezeichnen würden und wieder andere als Tao und wieder andere als Buddha-Natur, ne? Also natürlich, wenn er Mu sagt, drückt sich Mu oder drückt sich die Buddha-Natur in dem Mu aus. Mu ist die Buddha-Natur. Die Buddha-Natur ist Mu. Und natürlich ist dieses Mu kein Etwas, aber es ist auch nicht nichts. Mu ist nicht nichts, sondern Mu ist der oder die oder das. Der oder die oder das sich in diesem Moment fragt, was ist Buddha-Natur? Wo steckt die Buddha-Natur? Also das Ku und Mu und dann auch Do, Bodhi, ne? Fast in derselben Bedeutung gebraucht werden. Und zwar in der Bedeutung dessen, was sich letztlich nicht in Begriffe fassen lässt, das Unaussprechbare. Und wenn man sich einig darüber ist, dass es unaussprechbar ist, so wie der Name Gottes, dann kann man eigentlich alles sagen, ne? Deshalb findet man ja auch so viele Zen-Meister, die den ganzen Tag schwurbeln, ne? So wie der Muho. Ich bin nicht der Einzige. Ist natürlich keine gute Ausrede, dass es noch andere gibt, die genauso viel schwurbeln wie ich. Aber Dogens, Shobo, Genso, da findet man auch eine Menge Geschwurbel, ne? Über Dinge, von denen selbst Dogen zugeben würde, dass man sie letztlich mit Worten nicht ausdrücken kann, ne? Trotzdem ist es wichtig, sozusagen am Ball zu bleiben, ne? Beziehungsweise eine Fragestellerin hat ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass sich Shariputra das Spielen nicht verbieten lassen sollte von den Erwachsenen, die sagen, du verstehst das schon, wenn du älter bist, ne? Andererseits, das habe ich da auch gesagt, als ich über den Spielkasten des Shariputra gesprochen habe, darf man nicht vergessen, dass es letztlich eine Wortspielerei im Spielkasten ist. Und die Sache, der man da auf der Fährte ist oder zumindest glaubt, auf der Fährte zu sein, die findet man nicht im Spielkasten.
die findet man nicht im Spielkasten, sondern du bist die Buddha-Natur, du bist die Lehre, du bist das Mu, nach dem du suchst. Ne? Du findest es nicht in der Kommentarspalte zu diesem Video und du findest es auch nicht in meinen Worten. Denn du bist bereits an dem Ort. Das verstehe ich unter Lehre, das verstehe ich unter Mu. Das verstehe ich unter Buddha-Natur. Die Tatsache, dass dieser Tag und nur dieser Tag heute ist. Das behaupten alle anderen Tage auch von sich, aber nur dieser Tag ist tatsächlich heute. Was ist denn so besonders an dem heutigen Tag? Ja, eigentlich nichts, ne? Eigentlich nichts, deshalb kann man auch nicht von einem Etwas sprechen, ne? Man kann es sich vielleicht vorstellen wie eine Lupe, die so über den Zeitstrang hinweg wandert und heute ist die Lupe zufällig hier angelangt. Und in dieser Wiedergeburt ist die Lupe zufällig auf dem Muho gelandet und die Lehre guckt durch die Augen vom Muho und hört die Klänge durch die Ohren vom Muho. Aber diese Lupe, ne? Die gibt es halt nicht. Ne? Das ist auch nur eine Metapher. Aber ein bisschen weiter im Text. Wenn noch Leerheit da ist, das ist jetzt ein weiterer Kommentar, hat man noch nicht wirklich losgelassen. Wenn man noch so wie der Muho seit einigen Tagen inzwischen ständig über die Leerheit spricht, was sie ist und was sie nicht ist, dann hat man die Leerheit noch nicht verstanden, denn man hat ja noch nicht losgelassen. Und wenn Leere loslassen bedeutet, da muss man natürlich auch von der Leerheit loslassen. Vollkommen richtig, vollkommen berechtigter Hinweis. Wenn noch Leerheit da ist, wenn da etwas ist, was nach Leerheit riecht, dann ist es nicht die Leerheit. Man hat noch nicht wirklich losgelassen. Mein Mantra, fallen, fallen, abgefallen, ganz abgefallen. Das ist auch eine mögliche Übersetzung des Gyate, Gyate, Hara, Gyate, Halaso, Gyate am Ende des Herzsutras. Fallen, fallen, abgefallen, ganz abgefallen. Wobei man hier natürlich noch dazu sagen kann und vielleicht auch sollte, wenn das zu deinem Mantra geworden ist, fallen, fallen, abgefallen, ganz abgefallen, dann bist du noch nicht ganz abgefallen, ne? Du hängst noch am Fallen, du hast dich am Abfallen aufgehängt. Man muss natürlich auch das Abfallen noch abfallen lassen. Man muss das Loslassen noch loslassen. Das heißt, eigentlich müssten wir schweigen. Aber manchmal hilft es auch, sich selbst und andere wieder an das Loslassen oder das Abfallen zu erinnern. Der nächste Kommentar ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch wenn ich ihn nicht in der Form, wie er hier formuliert wird, verstehe. Der Kommentar lautet, wenn man sagt, es gibt nichts zu erreichen, negiert man dann nicht die Evolution und den technischen Fortschritt. Faktisch bedeutet es ja Stillstand. Das habe ich auch schon in der Kommentarspalte, als ich über das Herzsutra gesprochen habe, geschrieben. Ich verstehe zum einen erstmal nicht, warum man Evolution und technischen Fortschritt negiert, wenn man sagt, es gibt nichts zu erreichen. Darwin hat ja auch nicht behauptet, dass die
Affen sich zu Menschenaffen und dann zu uns Menschen entwickelt hätten, weil es da was zu erreichen gegeben hätte. Das war einfach nur Survival of the Fittest. Ne? Aber die Evolution hat nicht deshalb stattgefunden, weil es etwas zu erreichen gegeben hätte. Was ist mit technischem Fortschritt erreicht worden? Ich würde sagen, nicht viel. Ne? Aber wenn ich sage, es gibt nichts zu erreichen, behaupte ich nicht, dass die Evolution nicht stattgefunden hätte oder der technische Fortschritt nicht stattgefunden hätte. Und von Stillstand habe ich nie gesprochen. Ne? Wieso bedeutet, dass es nichts zu erreichen gibt, Stillstand? Natürlich gibt es immer Bewegung und Wandel im Hier und Jetzt, dass wir immer nur im Hier und Jetzt sein können, bedeutet nicht, dass es keinen Wandel gäbe. Und das ist wichtig, deshalb spreche ich da morgen wieder drüber. Es bedeutet auch nicht, dass es keinen Sinn hätte, nicht das eigene Leben und auch die Welt verändern zu wollen. Natürlich kann man das auch. Aber, und über das Aber spreche ich dann morgen. Bis dann. Tschüss.